Wir verwenden für unsere Currywurst ausschließlich die Schweine von unserem eigenen Hof, die echt Havelländer Apfelschweine, bieten unseren Tieren ein deutliches Plus an Auslauf und auch mehr Zeit zum Wachsen. Wir haben einen Teil Bauchfleisch, wir haben einen Teil Schulterfleisch, einen Teil Speck. Dazu gesellt sich dann noch ein Teil Wasser in Form von Eis, was man auch zur Kühlung braucht. Zusätzlich kommen dann natürlich noch Gewürze, Salz, Pfeffer, Muskat und vielleicht noch die persönliche Note mit dazu. Weiter geht es dann mit dem Füllen. Da wird die Currywurst dann entweder in einen Darm gespritzt oder halt wie früher in ein Wasserbecken. Und wenn das geschehen ist, dann wird sie schon gebrüht. Unser Soßenrezept ist nach wie vor geheim und das wird auch nicht verraten. Das existiert nur in unseren Köpfen. Wenn jemand nicht sehr gerne sehr scharf isst, dann wird er nicht sehr gerne eine sehr scharfe Currywurst essen. Deswegen für uns alle Abstufungen von mein Kind mag nur Ketchup bis bitte bring mich um. Also es ist nicht so, dass wir die typische Berliner Currywurst machen oder jemand anders die typische Berliner Currywurst macht, sondern jeder macht das, womit er Erfolg hat. Die Pommes geht schon mal her. Es gibt auch Currywurst, die mit Blattgold angerichtet wird. Es gibt wirklich jeden Scheiß, also everything goes. Michael, ich brauche Brötchen, bitte.